Schön auf das, was deine Lehrer sagen. Und pass auf deine Sachen auf. Oh, und noch etwas, Liebling. Bitteschön, eine Federtasche für dich. Mit einer kleinen Leckerei. Ich liebe dich. Viel Spaß in der Schule. Hm? Oh, ein Schüler. Moment mal, was ist das? Du kennst die Regeln, kein Essen und Trinken. Gib das sofort her und jetzt verschwinde. Mama, sie hat mich angeschrien und meine Süßigkeiten geklaut. Ist nicht dein Ernst. Na, das wollen wir mal sehen. Keine Sorge, Schatz, ich kümmere mich darum. Was mache ich da bloß? Als erstes schmelze ich diese Schokodrops. Dann ziehe ich die Masse in eine Spritze auf. Jetzt brauche ich einen leeren Strohhalm. Und den fülle ich mit der geschmolzenen Schokolade. Ich schüttle ihn, dass sich alles gut verteilt. Wenn sie fest ist, nehme ich die Schokolade raus und stecke sie in ein Papier von einem Wachsmalstift. Schätzchen, nicht weinen. Problem gelöst. Aber das sind doch nur meine Stifte. Wirklich? Ich glaube nämlich, das sind versteckte Süßigkeiten. Wow, du bist die beste Mama der Welt. Okay, hier ist deine Schultasche. Ab in die Klasse. Oh, wieder da? Lass mal deine Tasche kontrollieren. Das sehe ich mir mal genauer an. Tja, sieht nach ganz normalen Stiften aus. Okay, jetzt darfst du rein. Los, Abmarsch. Oh, mein kleiner Liebling. Das ist mein allerliebster Laster. Ich weiß, ich kann auch kaum glauben, dass sie das gesagt hat. Kipplaster mag ich am liebsten. Da passt so viel rein. Und dann hat ihre Freundin so getan, als hätte sie es nicht gehört. Oh, sieh mal, ein Tiger. Nein, schon klar. So ein Theater. Oh nein, was war das? Nein, mein allerbester Lieblingslaster. Oh, ich muss Schluss machen. Ich melde mich später. Mama, du hast meinen Lieblingslaster kaputt gemacht. Moment. Ich weiß, wie ich das wieder hinkriege. Ich nehme einfach diese bunten Snacks. Ich tunke das Ende in Wasser und drücke zwei aneinander. Ich baue das Ding zusammen und das Wasser ist der Kleber. Sieht super aus. Nur noch alle Teile zusammensetzen. Liebling, ich habe etwas für dich. Wow, ein brandneuer Laster. Wumm, der ist so cool. Und der besteht aus Süßigkeiten. Oh nein, sie ist zerbrochen. Ich kriege bestimmt Ärger. Hey, ich weiß, was ich mache. Da kommt Mama. Hoffentlich merkt sie nichts. Hä? Was ist das denn? Hm, doch nichts. Juhu, sie hat es nicht gesehen. Ich verstehe diese Spielsachen nicht. Wow, das Ding kann man langziehen. Papa, was machst du da? Hey, ist das Brause? Du kennst die Regeln. Her damit. Oh, Papa, du bist so gemein. Hey, okay. Da hast du einen Becher. Trinke lieber Wasser. Wasser ist nicht so gut wie Brause. Ich komme nicht mal ran, um mir was einzufüllen. Unfair, das funktioniert nicht. Ich habe Durst und du hast meine Brause. Oh je, du kommst nicht an das Wasser ran. Nicht weinen, sieh her. Das ist eher was für dich. Hör auf zu weinen und probiere es aus, Mäuschen. Warte mal, ist das ein kleiner Spender für mich? Yippie, ich habe gerne mein eigenes Zeug. Dafür brauche ich aber einen Mini-Becher. Das Wasser läuft in den Becher. Juhu, jetzt trinke ich aus dem Mini-Becher.
Siehst du, dein Papa tut alles für dich. Wasser trinken ist viel besser. Ich sehe den Sinn in diesen Spielsachen einfach nicht. Er ist weg! Und da steht meine Sprite! Ich fülle sie einfach in diese Flasche. Sieht aus wie Wasser. Schon fertig. Zeit für meinen Mini-Becher. Lecker! Brause schmeckt besser als Wasser. Mäuschen, erklärst du mir diese Spielsachen? Ich raff's einfach nicht. Sehr schön, Spätzchen. Spiel einfach weiter. Ich liebe Gummibärchen. Sie sind so weich. Ah, mein Pop-It ist kaputt. Mama! Schon gut. Hol dir einfach ein anderes. Perfekt. Dann kann ich jetzt essen. Oh, wer kann das sein? Hey, wie geht's? Hast du die letzte Folge gesehen? Ich weiß, ich konnte es auch nicht glauben. Oh, ich muss mein Essen nochmal aufwärmen. Ich schiebe nur schnell meinen Teller in die Mikrowelle. Ich weiß, die nächste Folge wird bestimmt genauso gut. Mama, wo sind meine Gummibärchen? Ich will deinen ekligen Fraß nicht. Nein, nein, nein! Ich habe den falschen Teller genommen. Meine Gummibärchen! Oh nein, sie sind alle geschmolzen. Die reinste Gummibärchenpampe. Du hast sie versaut. Meine Gummibärchen. Warte, ich habe eine Idee. Ich stelle den Teller einfach hin und schiebe die Stäbchen in die Gummisuppe. Einmal ringsherum. Dann noch in Form bringen und aushärten lassen. Die sind super geworden. Spatzi, hör auf zu weinen und nimm einen. Oh, wow, ein Lutscher. Lecker, der schmeckt wie meine Lieblingsgummitiere. Danke, Mama, du bist die Beste. Pop-Its, Pop-Its, ich liebe Pop-Its. Du und deine Pop-Its, also wirklich. Liebling, du musst dir deine Zähne putzen. Komm schon, hier ist deine Zahnbürste mit Zahnpasta. Nein, ich hasse Zähneputzen. Aber du musst. Jetzt mach den Mund auf. Wirst du wohl horchen? Das ist wichtig. Nein, ich will nicht. Ich hasse das. Du kannst mich nicht zwingen. Ich will nur Pop-Its. Oh, du bist manchmal echt unmöglich. Ich kann dich nicht zwingen. Das werden wir sehen. Das nehme ich mit. Ich fülle sein Pop-It einfach mit Zahnpasta. In jedes Loch ein bisschen. So, das war's. Jetzt etwas Backsoda. Das streue ich über das Pop-It mit der Zahnpasta. Fertig und los geht's. Hör auf zu flennen, Spätzchen. Sieh her, da hast du dein Pop-It. Juhu, mein Pop-It ist wieder da. Pop! Da kommt es. Ich hoffe, es klappt. Oh, es ist in meinen Mund gehüpft. Mama, was ist das in meinem Mund? Zahnpasta. Und jetzt werden deine Zähne geputzt. Nein, das ist nicht fair. Du hast mich ausgetrickst. Das ist so anstrengend. Schatzi, das gerät so langsam außer Kontrolle. Na fein, du darfst hierbleiben, während ich trainiere. Ich muss meinen Händedruck trainieren. Yippie, halt mein Pop-It für mich fest, Papa. 7, 8. Kniebeugen sind auch ohne Zusatzgewicht schwer genug, Mäuschen. Juhu, das macht Spaß. Mach weiter. Weiter, Papa, weiter. Ist das schwer. Das reicht. Häschen, du hast mein Training wirklich interessant gemacht. Einen Moment, ich habe eine Idee. So. Jetzt bist du mein Rucksack. Juhu, ich bin dein Rucksack. Das macht Spaß.
Wie würdest du einen kaputten Laster reparieren? Verrate es uns in den Kommentaren. Und vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um kein tolles Video zu verpassen.